Achtung, eine Neueröffnung. Das Chipomato Café, Restaurant und Bar hat seit dem 29. August geöffnet. Hier könnt ihr in szeniger Atmosphäre essen, trinken und Spaß haben. Am Tresen erwarten euch Bärchen und Johannes. Chipomato, Rosenthaler Straße 44, Berlin Mitte. Give 'em House feiert 5-jähriges Jubiläum. Zum Gratulieren sind unter anderem DJ Rush, Bandulo und IF angereist. Natürlich haben sich auch Sven Pferd und DJ Tief für ein Live-Ständchen angekündigt, um den karitativen Gedanken hinter Give 'em House zu feiern. Sonntag, 6. September ab 10 Uhr früh an der U-Bahn-Station Miquel Adickes Allee Frankfurt Main. Eben noch auf der Big Bob, jetzt schon wieder im Rohstofflager Zürich. Luke Slater gönnt sich keine Pause. Damit er sich nicht überarbeitet, wird er von Eric Borgo und Porter Riggs live unterstützt. Außerdem wird an diesem Abend die CD Tracks at Rohstofflager Zürich getauft. Samstag, 5. September, Rohstofflager Josefstraße 224, Zürich. Die Meister der Turntables, die Executioners, sind auf Deutschland-Tour. Solltet ihr sie bei ihrem ersten Deutschlandbesuch verpasst haben, bekommt ihr jetzt die Chance, das nachzuholen. Tourstart war Mittwoch im Glashaus Berlin. Heute werden sie in der Music Hall in Hannover und morgen im Casablanca Jena zu sehen sein. Tour endet Donnerstag, 10. September in der Muffathalle München. Berlin House präsentiert Breaks, die Party, die an zwei Tagen das Beste aus dem Genre Hip-Hop und Drum and Bass zu bieten hat. Am Freitag werden die Anhänger der deutschen Reimgemeinde zum Beispiel mit Mellowback, Blumentopf oder Tyron Ricketts in Partylaune gebracht, damit sie dann am Samstag mit Milky Finn und Chemistry und Storm auch so richtig abfahren. Freitag und Samstag, 18. und 19. September auf dem Totkopfgelände Burg Landeck Klingenmünster. So, liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik, dies war der erste Teil der Big Bob. Nächste Woche seht ihr den zweiten Teil mit noch mehr Party, noch mehr People und noch mehr musikalischen Leckerbissen.